Hallo und herzlich willkommen heute mit einem neuen Toy Review der Transformers Generations. Allerdings mit der Unterkategorie Fall of Cybertron. Ja, das sind die Figuren aus dem Computerspiel. Ihr habt es richtig gehört. Ziemlich geile Figuren. Alle sehr futuristisch gehalten. Man sieht es hier. Sehr schön. Nur bevor ich auf die Figur eingehe, diesmal allerdings möchte ich mit der Packung anfangen. Die Packung ist sehr edel gehalten. Man sieht es hier. Man sieht den Fahrzeugmodus und natürlich einmal Jazz in seinem Robotermodus. Es ist jetzt die englische Version der Figur. In Deutschland war die leider so nicht erhältlich, so viel ich weiß. Es gibt auch mittlerweile ein Rebuild dieser Figur, Swerve, mit einem roten Körper, einem anderen Torso bzw. einem anderen Brustkorb. Leicht in Richtung Ferrari aussehend, allerdings nicht ganz mein Fall, weil die Figur frappierende Mängel aufweist. Was ich an dieser Packung sehr interessant finde, ist, dass hier wieder zu dem ursprünglichen roten Streifen zurückgekommen oder zurückgegangen wurde und nicht in diesen ekligen, ja, gelben Balken mit 10, 9 und wie auch immer. Nein, es ist wieder dieser schöne Balken, wie er ganz früher bei Generation 1 erschienen ist. Allerdings hier klar. Früher war dieser Streifen mit ganz vielen roten Zeichen und Balken und wie auch immer unsichtbar gemacht worden quasi. Und man hatte eine rote Schablone. Diese rote Schablone hat man darüber gelegt und dadurch wurden quasi, ja, dieser Tech-Spec wurde quasi dadurch sichtbar. Hier finde ich eine sehr geile Sache, dass man das hier wieder umgelegt hat. Schade, dass Hasbro sowas nicht jetzt prinzipiell so macht. Denn das würde echt das typische G1-Feeling wiederbringen und das muss einfach mittlerweile sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Man sieht hier explizit, die Figur ist mittelmäßig stark, in etwas höhere Intelligenz und Geschwindigkeit, Durchhaltevermögen und so weiter und so fort, Rang und so weiter. So, die Figur wird ganz normal in der Fall of Cybertron-Verpackung geliefert, in diesem Blister. Natürlich, Stufe 2 wurde hier als leicht verwandelbar dargestellt. Man sieht ihn hier vorne richtig schön auch in dem Fahrzeugmodus, wie er im Spiel aussieht. Und die Figur an sich ist auch mit dem roten Gitter, die Generation 1 quasi, dargestellt. Finde ich auch sehr schön. Und man sieht natürlich hier oben Jazz richtig schön, komplett über die ganze Packung. Ja, so, kommen wir allerdings jetzt einmal zur Figur an sich. Die Figur ist gehalten in einem weiß-blau-metallic mit silbernen Details. Die Reifen sind komplett schwarz mit rotem, nicht-metallischem Farben. Die Takara-Version hat Metall hier drinne. Also Metallfarbe. Das ist jetzt hier nicht der Fall, finde ich ein bisschen schade. Auch ist die Figur so von Details her relativ lieblos. Da ist die Takara-Version tausendmal besser, muss ich ganz ehrlich gestehen. Was diese Figur allerdings in meinen Augen als frappierenden Fehler aufweist, ist, dass diese Metallic-Blaufarbe abblättert. Das heißt, sie ist wirklich, ja, sie hält überhaupt nicht. So ein bisschen, ja, aber wenn ich jetzt hier mit dem Fingernagel drüber kratzen würde, wäre die Farbe ab. Ein absolut großes Manko. Ich werde auch, sobald die Farbe sich komplett ablöst, komplett mit eigener Autolackfarbe komplett alles da nochmal besprühen, abkleben außen und wie gesagt komplett nochmal behandeln. Denn gleich, wenn ich ihn in Robotermodus verwandle, seht ihr schon, da ist schon Lack abgeplatzt und dafür, dass ich die Figur erst zweimal verwandelt habe. Sehr schade. Ja, die Figur wird geliefert mit einem kleinen Blaster. Sehr schlicht, nichts Besonderes. Schade, dass sie nicht mit einer etwas größeren Waffe geliefert wird, wie sie quasi in dem Spiel gezeigt wird. Aber, ja, tut ihm keinen Abbruch. Die Figur an sich, wie gesagt, sehr schön gehalten. Ein futuristischer Sportwagen-Modus. Keine Fenster, sondern vorne natürlich Panzerplatten.
die kleinen Details hier mit den Motorblöcken und der ganzen Pneumatik. Hinten schön der Motorblock nochmal zu sehen. Die sind halt Auspuff. Finde ich einfach super. Und ja, und hinten ziemlich unspektakulär, sieht man jetzt nur die Hände und hier oben die Füße. Gehört jetzt zur Scout Class, eigentlich Deluxe Class, aber ganz ehrlich, passt eher zur Scout Class. Deswegen, also ich würde es jetzt als Scout Class einstufen, weil die Figur ist ziemlich unspektakulär, kann nicht viel und von der Verwandlung, nicht wirklich so toll. Ich komme jetzt einfach mal zur Transformation, ist ganz simpel gehalten, einfach dafür hinten die Seitenwände trennen. Ihr habt hier oben kleine Pins und hier oben diese Schlitze und da werden quasi wird's festgemacht. Ganz simpel eigentlich. So, ihr dreht es einfach so rum. So. Wir rasten die Arme noch nicht ein, denn ich zeige euch gleich wieso. Jetzt drehen wir die Figur erstmal zur Seite. Ihr seht hier unten die Beine. Schön an den Beinen dargestellt die Reifen quasi, die im Robotermodus zu sehen sind. Sehr schade allerdings, dass hier die rote Bemalung der Reifen komplett fehlt. Leider. So, wir drehen jetzt einmal erstmal die Beine nach unten. Drehen die Füße einmal nach vorne. Sieht jetzt ziemlich merkwürdig aus, aber ja. Jetzt seht ihr hier unten schon einmal den Kopf. Ihr dreht jetzt ganz einfach die Motorhaube so nach oben und klappt den Kopf so raus. Anschließend klappt ihr den Kopf nach oben, indem ihr hier dieses ganze Teil nach unten klappt. So, dass ihr hier quasi wie so eine Art 45 Grad Winkel habt. Das ist ganz wichtig. Und anschließend habt ihr hier so kleine Schlitze. Und die werden quasi hier innen drin auf diesen Stiften hier festgemacht. Das heißt, ihr dreht es nach unten und lasst es quasi hier so einrasten. Und das war es eigentlich auch schon. So. Anschließend, jetzt kommt das Wichtige, löst ihr einmal erstmal hier unten die Arme so heraus. Hier ist ein kleiner Stift. Die werden hier vorne in dieser Vertiefung quasi festgemacht. Wie gesagt, einmal erstmal lösen. Auf beiden Armen. So. Ganz ruhig ein bisschen anwinkeln. Und jetzt kommt das Wichtige. Hier oben, die Schulter, ist mit der Außenwand einmal mit einem Stift verbunden. Hier müsst ihr ganz vorsichtig sein, sonst brecht ihr diese Figur kaputt. Ich sage es ganz explizit. Ihr dreht es raus. Und schon seht ihr, hier ist dieser Schlitz und da ist dieser Pack. So, wenn ihr es rausgelöst habt, lässt sich die Schulter ganz normal bewegen. Das Reinmachen bei der Rückverwandlung ist ein bisschen schwieriger. Dadurch drückt ihr quasi einmal diesen Pin runter, bis er einrastet. Wie gesagt, deswegen sage ich vorsichtiger sein bei Verwandlung, sonst brecht ihr diese Figur auseinander. Das ist nicht schön. Das sage ich euch gleich. Deswegen sehr vorsichtig sein. So, hier das gleiche wieder. Einmal lösen. So. Und jetzt habt ihr hier unten wieder ein Pack und hier eine Vertiefung. Da drückt ihr quasi einmal die Arme rein. Fertig. Das war es eigentlich auch schon. Auf der anderen Seite ebenso und dadurch halten die Teile richtig schön fest. So, jetzt dreht ihr einfach die Arme rum, dreht hier unten den Unterarm rum und klappt die Faust raus. Das gleiche hier, rumdrehen, fertig. Jetzt hier unten noch die Beine auseinanderdrücken. Die sind nämlich hier auch mit einem Stift hier verbunden. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Das ist die Verwandlung von Jazz. Jetzt könnt ihr ihm noch die Waffe in die Hand geben. So. Ihr hört auch richtig, die Gelenke sind auf keinen Kugelgelenken. Das heißt, ihr habt hier wie so kleine Zahnräder. Und dadurch ist die Figur stufenweise vom Arm her zu bedienen. So, wie gesagt, er hat jetzt die Pistole in der Hand. Ihr könnt allerdings auch diese Waffe
hier außen am Arm befestigen und hier unten hineinstecken. Finde ich persönlich ein bisschen besser. So hat er die Waffe so dran. So, die Figur ist wie gesagt an sich sehr schön gehalten und sie gefällt mir eigentlich auch sehr. Wie gesagt, es gibt nur einige Mankos an dieser Figur. Da komme ich gleich zu. Wie gesagt, sehr schön bei dieser Figur ist, dass die Reifen aus dem Automodus quasi unten an den Füßen angedeutet werden. Allerdings fehlen hier komplett die roten Bemalungen, wie sie quasi hier auf den Reifen hier oben sind. Finde ich sehr schade, müsste man, wenn man es selbst möchte, nachbessern. So, die Figur, wie ihr hier seht, hatte überall diesen blau-metalligen Look. Hier sind die Kniegelenke, die könnt ihr auch stufenweise einstellen. Dadurch auch vorsichtig sein bitte mit der Positionierung der Gelenke. Ansonsten der Torso komplett ohne Bemalung, einfach schlicht. Oben der Brustkorb auch sehr schlicht gehalten. Was ich jetzt öfters im Internet gesehen habe, sind sogenannte Customs. Das heißt, von einigen Fans selbst bearbeitete Figuren. Die haben hier in diesen ganzen Rillen, die ihr hier seht, quasi schwarzes Shade quasi reinlaufen lassen. Das ist wie eine Art ja Ölfarbe. Dadurch kommen diese Vertiefungen alle natürlich zutage. Sieht deutlich besser aus. Ungefähr sieht man das jetzt auch hier auf der Packung. Das heißt, hier die Vertiefungen sind alle dunkler, hier auch überall. So würde sie effektiv dann aussehen, wenn ihr sie komplett shaden würdet. So, aber kommen wir jetzt einfach mal zur Figur zurück. Sie hat ein schönes aufgemaltes Autobot-Symbol. Der Kopf passt perfekt zu Jazz. Es ist Jazz. Finde ich ein sehr gelungener Mold. Gefällt mir sehr. Die Figur hat schöne Schultern. Sehr schlicht, aber trotzdem gut gemacht. Wie gesagt, die Reifen an den Armen auch sehr schlicht gemacht, aber trotzdem schön. Das Jetpack hinten quasi auf dem Rücken, mit dem er den Schub im Spiel nach vorne gibt. Und ansonsten sind alle Fahrzeugteile sehr gut verstaut. Gefällt mir. Auch, dass die Reifen hier unter den Schultern gut verstaut sind, ist auch eine schöne Lösung. Allerdings kommen wir jetzt zu dem Negativen an dieser Figur. Ihr seht es jetzt hier oben am Kopf. Hier oben an der Kante fehlt schon komplett die Farbe, ist komplett abgeplatzt. Hier oben ist sie abgeplatzt und das von zwei Transformationen. Also ganz ehrlich, da muss ich sagen, das hätte sich Hasbro echt besser, hätte Hasbro echt besser machen können. Also das ist eine Sache, wo ich sage, ein absolutes No-Go. Das geht absolut gar nicht. Die Farbe darf nicht sofort abplatzen, das hätte man auch besser lösen können. Ich werde es dadurch jetzt durch Autolack quasi in der Originalfarbe, wie ihr sie hier seht, nochmal nacharbeiten, die Figur. Dadurch platzt der Lack auch nicht mehr so leicht ab, weil er auch selbst automatisch versiegelt ist. Ich klebe einfach den Rest ab und dann klappt das schon. Ansonsten muss ich sagen, eine sehr schöne Figur, auch wenn die Figur von den Gelenken her vorsichtig zu behandeln ist. Denn ich denke mal, man sieht es allein hier oben, ich glaube nicht, dass diese Gelenke hier endlos lange halten werden. Die sind hauchdünn und ich denke mal, auf Dauer platzen sie auch mit Sicherheit auf. Das hätte besser gemacht werden können. Allgemein finde ich, sind die Fall of Cybertron Figuren zwar geil gemacht, allerdings sehr billig vom Plastik. Das kenne ich besser von Hasbro und ich habe das Gefühl, Hasbro spart da mittlerweile von Edition zu Edition, von Wave zu Wave, immer mehr am Material. Sehr schade, sehr, 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 sehr schade, denn auf Dauer halten die Figuren dadurch gar nichts mehr aus. Da lobe ich mir die Dritthersteller von zum Beispiel Hercules oder von Uranus. Da ist das Plastik, zum Beispiel von TFC Toys allgemein, sehr, sehr, sehr stabil. Da kann man die Figur fallen lassen, da kann man theoretisch mit Fußball spielen. Die Figur hält alles aus und bricht nicht kaputt. Auch weiße Stressmarks an den Gelenken findet man bei den Figuren so gut wie gar nicht. Super geil. Hier allerdings, schlecht. Ganz ehrlich. Ansonsten, die Figur würde von mir von der Bewertung her im Fahrzeugmodus, weil sie ja wie gesagt sehr schlicht gemacht sind, die Teile alle sehr gut zusammenpassen, 10 von 10 Punkten bekommen.
Die Figur hier an sich würde maximal von mir 7 Punkte bekommen, weil die Gelenke nicht wirklich optimal bedacht sind. Man kann zwar den Arm um, ja, nicht ganz 360 Grad drehen, das heißt, man muss aufpassen, erst hier zur Seite drehen, denn das ist zum Beispiel ein Teil hier, wo der Arm quasi oben eingedrückt wird. Das ist gerne mal im Weg, dadurch lässt der Arm schlecht bedienen. Dann hier leider kein Gelenk, das man den Arm zur Seite richtig drehen kann. Hier oben schon, aber nicht im Ellenbogen selbst, finde ich dadurch nicht ganz so schön. Der Ellenbogen selbst hier, diese blauen Gelenke sind sehr zerbrechlich. Auf Dauer denke ich, wenn man den an und zur Seite dreht, bricht irgendwann bestimmt hier dieses kleine Teil an der Seite ab. Die Fäuste sind oft zwar auf einem Kugelgelenk, allerdings ja sehr eingeschränkt von der Bewegung. Dann, ja, die Waffe ist sehr mickrig und klein, was ich auch sehr schade finde. Auch wieso hier eine Öffnung drin ist, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Hätte man lieber durch durchsichtiges Plastik oder sowas vielleicht füllen können. Und ja, wie gesagt, die Farbe ein absolutes No-Go. Ansonsten sehr schöne Figur, mal gucken, ich werde mir mit Sicherheit noch die anderen Fall of Cybertron Figuren holen. Von War of Cybertron habe ich noch den Optimus Prime, den werde ich demnächst auch in einem neuen Review mal zeigen. Den allerdings den allerersten, nicht den neueren, den finde ich persönlich nicht so schön. So viel dazu. Wenn ihr Fragen und Kritiken habt, bitte einmal in die Kommentare. Ich gehe natürlich selbstverständlich darauf ein und werde dann auch natürlich eure Wünsche mit berücksichtigen. Ich wünsche euch auf jeden Fall heute Abend oder wann auch immer ihr jedenfalls dieses Review seht, noch eine schöne Zeit und wir sehen uns bei unserem nächsten Review. Ich wünsche euch was, euer Rexfor.